Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar befinden wir uns wieder einmal in der wunderschönen Stadt Jerusalem, denn wir müssen nur noch ein Attentatsziel machen und dann haben wir die Geschichte komplett fertig. Und zwar ist das Ziel diesmal Robespierre. Und Robespierre kennen wir schon bereits aus der allerersten Folge, als wir das Spiel gestartet haben. Und jetzt soll er wirklich hier irgendwo in Jerusalem befinden. Und wie immer müssen wir trotzdem erstmal ins Assassinenbüro gelangen. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das Wann und Wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Okay, ich muss mich korrigieren. Die Person heißt Robespierre. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen. Nicht Robespierre. Robespierre war irgendeine Figur aus Assassin's Creed Unity. Der heißt, Robert Sartle. Genau, der heißt hier Robert Sartle. Okay, Leute, aber wie immer werde ich jetzt hier wieder einen Cut machen, denn ich muss wieder drei Nachforschungen machen und die werde ich jetzt wie immer rausschneiden. Also, Leute, bis gleich. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein. Ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair.
auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, da bin ich wieder. Ich habe wieder die drei Nachforschungen erledigt. Und jetzt geht es Richtung Hauptmission. Oh, ist hier schon... Das ist schon ein bisschen weiter weg. Wie in der letzten Folge. Naja, es ist ja halt... Roder Sable. Na, den werden wir ihn nicht überraschen. Weil, ohne Witz, den haben wir eigentlich auch nicht mehr... sehr oft gesehen. Wir haben den, glaube ich, nur ganz am Anfang des Spiels gesehen und dann war es das auch schon. Soweit ich weiß. Ohne Witz. Ein bisschen merkwürdig, aber naja. Und schon werde ich direkt hier angegriffen. Wie gemein ist das denn? Ich bin auch schon direkt abgehauen. Lass mich doch einfach in Ruhe. So, wir sind auch schon gleich da. So, irgendwo hinten ist das. So, hier ist noch ein Bogenschütze. Ja, ich verpiss mich schon. Ja, ich hab schon geschnallt. Ihr mögt mich nicht, ihr wollt mich nicht haben. Ich weiß. Ich bin sowieso auch gleich weg hier. Muss nur was erledigen, meine Arbeit machen. Wie jeder Mensch. Und hier ist die Beerdigung. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf dass Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Oh je, das war's wohl mit einem Überraschungsangriff. Okay, greift nicht an, ihr Ritter. Kommt! Oh, lass mich los! Lass mich nur. Nein! Oh. Ich hasse diese Bogenschützen. Oh Gott. Oh, lass mich los, du Dreckskerl.
Und so kann ich nicht hier weg. Erstmal. Oh, lass mich los. Nimm die Pfoten weg von mir. Na! Okay, nur noch du und ich und der Bogenschütze. Okay. Oh, wo ist der? Dieser verdammte Mistkerl. Und jetzt? Oh, komm, na? Komm, ich warte hier lieber oben. Da kann der Bogenschütze mich nicht treffen. No, nein! Und die schmeißt mich runter. Oh, Überraschungsangriff. Jawohl. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Tja. Leute. Wer hätte das gedacht? Es war doch nicht Roder de Sable. Nee, das war eine Ablenkungsmanöver. Eine Falle. Und ganz ehrlich... Man hat das sowieso gewusst. Das war zu früh. Alter, ich wollte nach oben, nicht nach unten. So, dann nichts wie weg hier. Tschüss. Oh. Ja, Alter, du solltest nicht runterspringen. So, man hat das aber auch an ihre Stimme gehört, wo sie so geschrien hat. Das war dann auch so klar, es ist nicht Roder de Sable, das ist irgendjemand anderen. So, auch beim ersten Durchspielen, ohne Witz, wusste ich sofort, das war nicht Roder de Sable. Nein, das war jemand anders. Weil, ohne Witz, das war zu früh. Ich meine, ich bin auch ganz ehrlich, das Spiel dauert eigentlich auch nicht mehr so lange, bis wir die Story beendet haben. Nein! Nee. Das dauert auch nicht mehr, wie gesagt, so lange nicht. Aber wenn ich so weitermache und hier so hinfalle, ist Altair gestorben und hat wohl seine Geschichte zu Ende erzählt. Deswegen muss ich hier schon ein bisschen vorsichtiger sein. Weil auf den Straßen will ich nicht rumlaufen. Sind zu viele Leute. Und wir sind wieder sicher. Und wir sind auch gleich da. Wunderbar. Jawohl, wir sind da. Wunderbar.
Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. So, okay, jetzt muss ich die Stadt verlassen und ich kann, glaube ich, jetzt nicht weg respawnen. Nee, deswegen wird es auch hier jetzt wieder einen kleinen Cut geben, Leute, und wir sehen uns gleich. So, Leute, da sind wir wieder und zwar befinden wir uns irgendwo mitten in einem Gebäude, jetzt nicht wirklich Gebäude, irgend so ein Gebiet. Und ja, und dort drüben befindet sich diesmal der echte, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, Robert de Sable. Da ist er. Kommt nicht näher. Haltet ein, ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Robert de Sable. Ein Adjutant? Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lensherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen?
Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Sid Blank, Assassin. Okay, der Kampf beginnt. Und ich sag jetzt schon mal, Gott ist auf meiner Seite. Denn ich spreche hier die Wahrheit. Ja, was ist mit dir? Dann komm schon, greif mich an. So, am besten ist, wenn ich nur hier konter, obwohl das dauert auch ein bisschen zu lange. Oh Gott, das war fies. Mann, Mann. So, nur noch vier. Ja, na komm. Oh, lass mich los. Deine Hände stinken wie Sau. Oh Gott. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Oh. Jetzt bin ich dran. Und nur noch du, mein Freund. Oh, ah, ausgewichen. Oh. Ah. So einfach ist es. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus, oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gekämpft, Assassine.
Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Okay. Und wir kehren zurück. In der Gegenwart wahrscheinlich. Ich sagte aufstehen, verdammt. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben Sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind Sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Na schön, das war auch wirklich sehr interessant. Unsere Kollegen, die Assassinen, wollten uns befreien, aber leider ohne Erfolg. Die wurden jetzt wirklich alle getötet von den Wachen. Sehr, ja mal schade. Okay, können wir noch mit dir reden, Lucy, bevor ich die Folge beende? Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste, glauben Sie? Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch! Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen. Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Yep, Leute. Lucy ist eine von denen. Sie ist eine Assassine. Das ist eigentlich auch ein Plot hier in diesem Spiel. Okay, Leute, aber es wird Zeit, wirklich hier die Folge beenden, weil... Glaubt mir, Leute, ich glaube, die Zeit ist ein bisschen länger geworden als in den letzten Folgen, aber das macht nichts. Aber Leute, die nächste Folge wird auch tatsächlich die letzte Folge sein von Assassin's Creed, denn dort werden wir auch die Story beenden. Und ich bin auch mega froh, denn wenn wir den ersten Teil durchgespielt haben, kann ich endlich mit dem zweiten Teil anfangen. Und glaubt mir, Leute, der zweite Teil ist noch besser und einer der besten Teile, die ich je gespielt habe. Und ich glaube, ich spreche für alle.
Okay, Leute, ich würde jetzt nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn die Folge euch wieder gefallen hat, dann lasst es mich ruhig gerne wissen durch einen netten Kommentar oder vielleicht durch einen netten Abonnent, wer weiß. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns Ganze in der nächsten und auch letzten Folge hier bei Assassin's Creed. Mach's gut, tschüss.